Yo Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4. It's about 4, sag ich schon wieder. 4, it's about time. Wir sind hier gerade wieder in einer Welt unterwegs. Oder in der Postwelt, nachdem wir Entropy und seine Frau besiegt haben. Wo wir eigentlich alle nur noch was snacken gehen wollen. Naja, gut. Was auch immer uns da noch storymäßig voranbringt. Vielleicht auch gar nichts. Vielleicht hat man sich einfach auch gedacht, wir scheißen einfach auf die Story, weil die in diesem Spiel eh nicht so relevant ist. Ich weiß es nicht. So. Was war hier nochmal Sache? Warum bin ich beim letzten Mal gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Upsa. Genau, auf die musste man draufspringen und dann konnte man sie wegmoschen. Genauso wie das auch alles. Ach ja, ich erinnere mich. Hier kam mir so eine fliegende Nitro-Kiste entgegen. Oh, shit, ey. Schon wieder alles kacke hier, ey. Ich krieg den einfach nicht in den Griff. Wow, da kam direkt der Nächste. Oh. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Typen mit der grünen Nitro-Kiste da umgehen soll. Das gibt's doch gar nicht. Mit dem klappt es auch mal wieder nicht. Habe ich jetzt die Kisten hinter mir weggesaugt gerade? Die habe ich nämlich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal vergessen. Ich vermute mal, das sind auch alles so Gelegenheiten. Genau, die vier hier. Die sind nicht so im Sichtfeld und bei neuen Versuchen lässt man die sehr gerne stehen. Und das sind halt auch so Dinge, die dann, glaube ich, passieren, weswegen man Level nicht vollständig abschließt, beziehungsweise weswegen man am Ende nicht alle Kisten dieses Levels beisammen hat. So, bei denen klappt das wunderbar. Nur bei dem Kacktypen mit der grünen Kiste da hinten nicht, ey. So. So, die hätten wir weg. Und du kriegst es jetzt einfach ab. So, genau, so war es gedacht. So, der kommt auch schon. Wunderbar. Gut, aber ich meine, beim letzten Mal sind wir hier schon drüber gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich gestorben bin. Ich habe es gestern gespielt und weiß es schon nicht mehr. Auch sehr nice. So. Ach, guck mal. Da. Ah, krass, ey. Ich habe mir ist nur gerade aufgefallen, hä, warum fehlt denn da links hier die Levelbegrenzung? Und man sieht es von hier auch gar nicht, wenn man nicht ganz an die Ecke läuft. Und da unten steht tatsächlich noch eine Kiste. Unfassbar. So, jetzt müsste die Ebene da auch weg sein. Ja gut, das sind dann auch so Kisten, die einen daran hindern, Levels komplett abzuschließen, wenn man nicht genau auf jede Kleinigkeit achtet. Ey, echt krass. Aber hier war ich noch nicht. Hieran kann ich mich nicht erinnern. Woran bin ich denn letztes Mal gestorben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Da fällt eine Stahlkiste auf die grüne Kiste drauf, aber die grüne Kiste explodiert nicht. Naja, soll mir recht sein. Auatsch. Gott sei Dank hatte ich anscheinend irgendwie einen Akku oder sowas. Rieche ich da etwa Franchise-Potenzial? zwei TNT-Kisten. Na gut, die können wir auch beseitigen. So, du haust erstmal ab hier. So, dich hätten wir auch. Hier sind nur grüne Kisten. Das stört uns jetzt nicht so. Ich gehe davon auch aus, auch bei diesem Level wird es am Ende nochmal einen grünen Schalter geben. Was passiert eigentlich, wenn ich die alle in den Abgrund rauschen lasse? Zählen die dann? Müsste man eigentlich irgendwann mal ausprobieren. Um an solchen Passagen sicher zu gehen und es sich eventuell ein bisschen einfacher zu machen, falls sie dann zählen sollten. So, hier geht's nicht weiter. Es wäre mal Zeit für eine Checkpoint-Kiste, oder? Könnte ich ein Restaurant? Ja, wenn man von spricht. Flughafen. Wow, 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 verpiss dich, Alter.
Ja gut, Dingodile hatte ja schon ein Restaurant eröffnet, aber das ist ja irgendwie gesprengt worden, nachdem er sich irgendwie, glaube ich, über einen Konkurrenten lustig gemacht hatte. Das war so im Groben die Story dahinter. Und deswegen sucht er jetzt hier anscheinend ein neues Franchise oder sowas. Oh Gott. Hier gibt es kein Secret am Ende dieser Route. Das kann ich ja kaum glauben. What? Ich war so weit hinter den Kisten. Niemals. Never. Ich hab schon wieder gedacht, der gelbe Anzeiger auf dem Boden wäre verbuggt, weil er ihn auf den Kisten nicht anzeigt. Aber ich war tatsächlich schon hinter diesen Kisten. Ey, ist das bitter teilweise. Wer hat eigentlich 3D-Jump-Runs erfunden? War das nicht Nintendo, mehr oder weniger, mit Mario 64? Was? Warum ist er denn jetzt direkt auf diese Kiste drauf, ey? Ich bin mir sicher, wir kriegen das irgendwann hin. So. Oh, ich bin schon wieder dahinter. Ey, das gibt es nicht. Ohne Witz. Wie kann das sein? Es ist nicht zu sehen für mich. Okay, da hinten fliegt einer rum. Den wollen wir natürlich optimalerweise haben. So, was mit dir? Ne, hier ist auch nichts mehr drauf. So, links und rechts stehen überall Kisten. Die Frage ist, wo geht's hier eigentlich weiter? Da rechts hinten, wo die Pfeile rumlungern? Wahrscheinlich, oder? Obwohl, nee. Ich weiß es gar nicht so genau, wo es hier weitergeht. Boah. Ui, das war auch knapp gewesen. Obwohl, vielleicht geht's sogar hier weiter, ne? Da rechts ist so eine Plattform. Ja, dann wollen wir doch nochmal hier gucken gehen. What the fuck? Was mache ich denn jetzt gegen den? Oh Gott, ey. Wo ist... Da rechts ist eine Explosionskiste. Nein, ich habe aus Versehen seine Kiste angesaugt. Kann das sein? Scheiße. Ey, das gibt es nicht. Gut. Boah, ist das Hardcore. Jetzt muss ich gucken, wo der herkommt genau, wo der rumflog. Ich weiß es nämlich immer noch nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Und ich kann immer noch nicht sehen, wo sich diese Kisten befinden. Ist das geil. Ach so, ich hätte mal da drüben bleiben müssen, ne? Fällt mir da gerade ein. So. Uiuiuiuiuiui. So. Da hängt der mit der grünen Kiste rum. Eigentlich soll ich den jetzt erstmal gucken, dass ich den wegkriege. Oh Gott, das war auch nicht so gut. Ah, aber ich hab's geschafft. Godlike, würde ich sagen. So, brauche ich noch eine Kiste? Eigentlich nicht, oder? So, die hätten wir. Die hätten wir. Oh, die war schon wieder knapp. Ne, hier geht's auch weiter. Hier geht's überall weiter. Tja, welcher Weg ist jetzt der richtige? Da unten ist ein Checkpoint auf jeden Fall. Habe ich gerade gesehen. Die Äpfel sollten nur auf... Was? Ich dachte, die führen zu einem festen Untergrund. Aber die führten im Prinzip nur zu diesen fahrenden Bahnen da. Oh mein Gott.
Boah, ist das scheiße. Wenn ich jetzt drauf gehe, kann ich den ganzen Driss nochmal machen. Und ich wette fast, diese grüne Plattform, die fährt mich nur rüber oder sowas. Ja, sag ich doch. Okay, und die wird orange. Muss mir das Sorge machen? Nö, ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt nicht nochmal in den Vordergrund da hinten geguckt. Das spare ich mir jetzt auch. Ich will ja zu diesem Checkpoint da unten erstmal. Und das müsste uns jetzt eigentlich auch gelingen, da anzukommen. Puh! Soll mir das hier was sagen? Ich habe nämlich festgestellt, für die bunten Edelsteine, von denen wir auch noch keinen einzigen haben, gibt es öfters mal so versteckte Hinweise, oder was heißt öfters mal, in den Leveln, wo sie sind, gibt es so versteckte Hinweise an den Wänden, meistens in Form irgendwelcher Steinmalereien oder wie man das nennt. Aber hier ist ein Graffiti mit XOO und darin oben nochmal ein X. Muss ich mir das irgendwie merken? Weil genau solche Steinkritzeleien waren das auch, die da an den Leveln an den Wänden hangen, wo man halt die bunten Edelsteine kriegt. Oder wir in der Zukunft sind, gibt es hier halt keine Steinkritzler. Ey, sag mal. Hängt doch noch ein paar von diesen Explosionsviechern irgendwo hin. Ich muss erstmal gucken, bevor ich mich an dieses Extra-Leben da hinten wage, dass ich die Typen mit den grünen Kisten loswerde. Und zwar irgendwie auf eine sichere Art und Weise. Aber die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. So, ich hätte natürlich die Explosionskisten da einfach mal rübersaugen können. Oh Gott. Wo sind sie jetzt hin? Oh, scheiße. Man kann ja gar nicht dauerhaft auf diesen Autos bleiben. das wird auch schon wieder super klasse werden. Nein! Vorbeigeschossen. Okay, ich versuche definitiv diese Lebenskiste nachträglich zu holen. Ich habe nur Sorge, wenn dann die Fahrzeuge alle abgestürzt sind, dass ich nicht mehr nach vorne komme. Aber es kann auch sein, dass nur die kleinen Fahrzeuge abstürzen, oder? Die großen hier tun es gar nicht. Nur diese hier. Oh Gott. Die bleiben hier auch stehen, kann das sein? Oder sah das nur so aus? So, da hätten wir mal Nummer 1. Und Nummer 2 stehen geblieben. Fängt er wieder an zu fliegen, wenn ich mich ihm näher? Nö, auch nicht so richtig. Oh, jetzt wird's aber richtig scheiße. Oh, ne. Ich habe es sogar noch geschafft und es stört mich eigentlich auch gar nicht, dass der Kleine da stehen bleibt, weil grüne Kisten werden auch am Ende des Levels zerstört. Hier oben hängt auch noch irgendwo eine, habe ich gerade auch gesehen. Wahrscheinlich der Nächste, der mir hier auf den Sack gehen will. Ja, sag ich doch. Aber egal, oh, dann sollen sie halt stehen bleiben. Ja, die sind nämlich schon wieder stehen geblieben. Ist das Buggy? Da oben hat man auch schon wieder gesehen. Da hängt auch... Achso, ist wieder so ein Roboter, der einem hier irgendwie auf den Sack gehen soll. Es sind sogar relativ viele Roboter, die einen hier auf den Sack gehen. Oh, naja, egal. Das bringt mich jetzt wenigstens dazu, diese Kisten noch mitnehmen zu können. Ui, ist das alles eng und knapp. Ich könnte sogar hier noch weitergehen. Ach, da hinten ist der versteckte Edelstein. Ja, ja, es ist immer so. Überall, wo diese Dinger fahren und keine Ahnung was.
gibt's fast immer irgendwelche Secrets. Hat mich vorhin schon irgendwo gewundert, dass das nicht so ist. Ja, ich wusste, dass du damit anfangen würdest. Du sollst einen noch hier, wenn man hier ist, nochmal schön in den Abgrund bzw. in den Tod jagen, ne? Schnell wieder runter von dieser Plattform, bevor die auch noch abstürzt oder so. So, jetzt warte ich ganz geduldig auf so ein langes Ding, was nicht abstürzt. Ich habe keinen Bock darauf, jetzt wegen irgendeiner Scheiße hier nochmal runter zu fliegen. Aber es kommt keins. Aha. Doop, doop. Wie sie alle hupen hier, geil. Was es hier wohl für einheimische Köstlichkeiten gibt. Hoffentlich was Pikantes. Oh, es ist ein Zeitstrahl-Level mit Torna. War mir das bewusst? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie kann doppelspringen. Sie kann sich nicht ducken. Sie macht dann direkt den hier. Okay. Weg mit dir. Ja, mach du erstmal dein Gehampel. Das ist schon okay. Und du, bist du auch ein Gegner? Nee, du bist ein Trampolin, ne? Oh Gott. Wie soll das schon wieder gehen, ey? Ey, ohne Witz. Oder nee, die Kiste kann ich eigentlich auch stehen lassen. Die müsste automatisch mit explodieren, wenn ich am Ende den Schalter auslöse. Naja, oder so. Warum nicht direkt so? Jetzt kann ich wenigstens ganz sicher sein. Oh, was habe ich hier jetzt gerade in die Luft gejagt? Man weiß es gar nicht so genau. So, hier muss ich mal gucken. Da unten ist nochmal eine Bounce-Kiste. Wusste ich doch, dass die einem noch was bringt. Warum? Warum, Torna? Tu mir doch sowas nicht an, ohne Witz. So, ich würde den eigentlich ganz gerne nochmal direkt da hochkicken. Naja. Ich lasse die Kiste jetzt einfach stehen. Die müsste mit kaputt gehen. Ich könnte es auch einfach so machen. Dadurch müssten ja eigentlich auch alle Kisten kaputt gehen, oder? Ja. Dann halt so. Guck mal, die werden ausgelöst durch fallende Metallkisten. Bei so einer grünen Kiste war das vorhin nicht der Fall gewesen, oder? Zack. Ach so. Und das war's schon, oder wie? Das war die ganze Fahrt. Naja. Ernsthaft, ich bin noch nie an so einem Teil kaputt gegangen. Und wieder von ganz von vorne. Ich freue mich. Okay, jetzt mal wieder mit ein bisschen mehr Konzentration. Das ist ja nicht mal zum Aushalten hier. So. Wow, auch das war schon wieder knapp gewesen. Nee, nicht da reinschmeißen. Boah, ich hasse es. Was hat sie eigentlich für lange Beine? Ist ja unglaublich, wie weit sie kickt, ohne Witz. Da ist ja Crash Bandicoot. Na gut, der wirbelt auch nur. Aber er hat echt eine Mini-Reichweite gegen diese Beine. Mann! Das gibt's doch gar nicht. Ach guck mal, jetzt habe ich sogar auch nur genau diese einzelne Kiste, die nicht explodiert, dazwischen getroffen. Wie geil. Wenn das nicht mal ein gutes Omen ist.
Es wird ein sehr gutes Oben sein. Ich... Ey, ich gehe am... Ich kack ab. Und schon wieder genau diese Kiste getroffen. Okay, ein bisschen näher ran muss ich anscheinend doch. So, endlich mal wieder geschafft. Oh. So. Eben abwarten, sicher ist sicher. So. Weg mit den Dingern. So, das war mit Sicherheit auch nur die Einführung da drin, was man hier mit Torna machen muss an solchen Strecken. Wow. So. Naja gut, direkt beide hinüber. Ach so, hier sind wieder so Sprungdinger. Nur nicht ganz als solche erkenntlich. Ach so, den hätte ich anschießen müssen. Na, dann warten wir hier nochmal kurz. Bin ich gerade von dieser einen Kiste da abgesprungen? Oh, schon wieder vom Anfang, ey. Na gut, wir sind schon wieder 5 mm weitergekommen. Auch das muss man doch mal als Erfolgserlebnis anerkennen, oder? Ui. Wie immer einmal kurz warten hier. Achso, man könnte natürlich in der Zeit auch schon mal die Dinger auslösen. Dann könnte man die Wartezeit etwas verkürzen bzw. sinnvoller nutzen. So. Aber ich finde, so langsam könnte dann auch mal ein Checkpoint kommen. Ich glaube, ich sollte mir hier auch das Doppelspringen verkneifen, ja. Muss ich verstehen, wie das hier gehen soll? Ohne Akku. Ach so, da hinten ist was. Ich habe die ganze Zeit hier vorne an die Wände geguckt, aber da hinten... Ah ne, da muss ich mich auch noch drehen in dem Moment. So, es sind feste Plattformen. Sehr gut. Und wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Ja, und jetzt geht's hier richtig los. Ich wusste es doch. Dass das nicht alles gewesen sein kann. Jo, und schon den ersten verpasst. Naja, komm. Das machen wir nochmal. Das war zu simpel, um es stehen zu lassen. Das ist jetzt eigentlich auch die schwierigste Kiste, weil die von der Perspektive her wieder seltsam ist, ey. So. So. Oh, ich hoffe, ich habe mich nicht zu früh runtergeschossen. Okay, aber das war immer noch verhältnismäßig einfach. Ich hoffe, da war nichts Spannendes drin in diesem Turm. Aber ich fürchte, die Fahrt geht noch weiter und es wird nicht jedes Mal leichter werden. Jo, und hier geht's schon wieder weiter. Ich bin noch gesprungen, aber wahrscheinlich war sie gerade noch in der Animation von ihrem Enterhaken. Scheiße. So, weg mit dir. Macht es eigentlich einen Unterschied, wann ich hier drauf springe?
Okay, ich sollte auch nicht beliebig meinen Enterhaken drücken. Das ist dann irgendwie auch nicht zielführend. So. Dann probieren wir es nochmal. Ich glaube, ich muss erst den Enterhaken für diese Kiste nutzen. Und wenn die Animation abgespult ist, dann muss ich springen. Ah, hier drauf kann sie nicht doppelt springen. Ey, es ist doch echt Verarschung. Und jetzt kommen die Teile auch echt scheiße, die Fahrzeuge. Gut, auf ein neues. So. Wow. Wow. Oh, Gott sei Dank. Und Checkpoint. Nicey-dicey. Und jede Menge Kisten. Wie viel haben wir eigentlich? 348 von 441. Oh, man kann ihn auch im Wirbeln noch wegkicken. Das war mir nicht so bewusst. Und er hat irgendeine Kiste getroffen. Nee, ich hätte lieber was... Oh Gott, da kommen auch noch schnelle Sachen, die überholen zwischendurch. Ist das eine generelle Abgrenzung oder könnte man da auch noch drüber springen? Wow, 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 boah, ist das eine komische, wie sagt man... Nicht Geschwindigkeit, ein komisches Movement. Weil sie verliert sofort den Speed. Ui, ach, hier kommen nochmal fahrende Sachen drüber. Das ist nämlich das Seltsame. Sie verliert sofort ihren Momentum, sobald sie hier in der Luft ist und springt. Ich kann hier quasi auf der Stelle springen. Und wenn ich auf der Stelle springe, halte ich sogar ganz an. Und dann sind die Fahrzeuge quasi noch schneller. Habe ich eigentlich, nee, Gott sei Dank, bin ich noch nicht weitergekommen. Diesen Kistenstapel muss ich auch immer wieder abräumen. Oh, irgendwie darüber gerettet. Fragt mich nicht wie. So, 3, 4, 5, zack und zack. Und die nächste Rutschpartie. So. Oje, 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 oje. Zack. Ah, zu früh gesprungen. Aber da vorne scheint schon wieder irgendwie Ende zu sein oder sowas. Ah, okay. Das hier ist dann noch die nervigere Passage, bevor wir da wieder auf die Gleitbahn gehen. Ach, komm schon. Kiste. Geh kaputt, Mann. So gerade. Wobei es schon hampelig ist. Das muss ich durchaus zugeben. 4, 5, zack und kaputt. Und drauf hier. Gut, aber bisher war es alles machbar gewesen hier. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Wow, auch... Na, es hat mich sogar erwischt. Ich wollte gerade sagen, auch das war knapp gewesen. Es war sogar zu knapp gewesen. Ah, shit, eine verpasst. Und dann muss man da runter. Ansonsten fährt man davor. Okay, ich will es aber nochmal machen, weil es eigentlich nicht so schwierig ist, auf der Passage alle Kisten zu kriegen. Schwieriger ist echt diese Nummer hier. Ey, warum sie das auch immer jetzt nicht anvisiert hat. What? Da hängt eine Kiste. Wo kommt...
hangen die schon die ganze Zeit da und ich habe sie nicht gesehen. Okay, diese Passage hier ist echt beschissener als die eigentliche Gondelpassage da gleich. Ach so, nee, ich habe die, glaube ich, immer aus Versehen abgeschossen. Kann das sein? So. Mit dem Mülltypen habe ich das Ding immer aus Versehen abgeschossen. Okay. Ich dachte schon, ich wäre so blind gewesen. So, dann versuchen wir es nochmal. So, das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Ui. Nein, warum? Die da rechts sehe ich irgendwie nie. Nein, auch nicht darunter. Oh, nee, nicht oh yeah. So. Komm, einen Versuch machen wir noch und dann ist gut. Es muss doch mal möglich sein, all diese Kisten zu kriegen. Genau, da hört man, wie die Kiste kaputt geht und da kommt sogar was rübergeflogen. Was mir bisher, glaube ich, noch nie so aufgefallen ist. So, und jetzt einmal gleich auf die rechte Kiste konzentrieren. Ist das wohl irgendwie drin? Ganz am Ende. Man kriegt hier Gott sei Dank relativ viele Wumperfrüchte. Das heißt, die Leben gehen hier auch nicht ganz so rasant runter. So, hier hängt gleich rechts nochmal irgendwo eine Kiste. Genau die meinte ich. Jo, und da sind wir auch am Checkpoint. Und ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.